Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns beiden hier. Hallo. Ich hoffe, ihr mögt die Kombi. Ihr habt den, glaube ich, schon dreimal innerhalb kürzester Zeit gesehen. Aber wir haben einfach richtig Lust, wir haben beide Zeit. Also drehen wir zusammen Videos. So machen wir das. Ich hoffe, ihr mögt es. Es ist nämlich wirklich irgendwie viel cooler mit einer anderen Person, beziehungsweise auch noch mit dem... Mit deinem Herzblatt. Best Buddy, genau. Wir haben nämlich folgende coole Idee. Ich hoffe, ich habe bis dahin... den Dreh raus, wie ich dieses Video nennen kann, weil der Titel einfach viel zu lang ist. Jedenfalls essen wir heute... Lieblingsvideo. Was? Wir haben uns gedacht, wir werden heute nach verschiedenen Essenskategorien essen. Und zwar, er hatte mir das von einer Zuschauerin in die Kommentare geschrieben. Und Freunde, wirklich, ich merke mir alle eure Videoideen. Wenn eure heute noch nicht gekommen ist, sie wird noch kommen. Also ich habe mir bisher alle aufgelistet. Jedenfalls werden wir jetzt nach und nach, nach Kategorie, unsere liebsten Produkte vorstellen. Und die werden wir dann gegenseitig probieren und dann, ja, zusammen essen. Das wahrscheinlich auch verwerten. Und Spaß haben, das Wichtigste. Und schmeckt, von daher, ja. Fangen wir direkt an. Würde ich auch sagen, ne? Mit welcher Kategorie willst du anfangen? Ich habe hier alles neben mir. Was hättest du gern? Du darfst anfangen, du bist mein Gast. Was Salziges. Was Salziges, na gut. Darfst du aber vorstellen, anfangen. Ja, okay. Können wir mal beide auf die Sachen. Die besten Chips, die ich durch meine Freundin kennengelernt habe. Und zwar, kennt ihr das vielleicht, wenn ihr mal ein Freunde-Video geschaut habt? Da haben quasi meine Freunde einen ganzen Tag lang mein Essen bestimmt. Und eine Freundin davon hat gesagt, ich soll Kesselchips, Salt and Vinegar. Vor allem, ich sage es, meine Lieblingschips, das kann immer nachlesen, aber die sind so unfassbar lecker. Ich habe eindeutig was verpasst. Das sind echt die besten Salt and Vinegar Chips. Ihr werdet es lieben, wirklich. Also ich bin auch hin und weg, deswegen muss ich mit. Ich bin dafür sogar extra mit dem Arne in den dritten Laden gehuscht, um die zu finden. Also es sind sie wert, wirklich. Ich habe Pistazien geröstet und gesalzen. Finde ich auch lecker. Klassiker, aber einfach immer noch lecker. Vor allem die gesalzen, die ohne Salz sind ein bisschen warm, aber... Stößerchen. Kann man nichts sagen. Geil, gell? Ich bin echt lecker. Es gibt ja so Salt and Vinegar Chips, die viel zu sehr nach Essig und so schmecken. Und die sind so, die schmecken schon nach Essig, aber so perfekt salzig, ne? Mhm. Jetzt haben wir es auch mal geschafft. Mhm. Bedien dich. Messi. Ich habe schon lange keine Pistazien mehr gegessen. Und dann habe ich letztens mal wieder auf dem Geburtstag welche gegessen. Bei wem? Beim Fabi. Ah. Und die waren echt, hat mich daran erinnert, wie gut Pistazien tatsächlich sind. Ja, die sind wirklich lecker. Und Pistazien, wenn die noch so quasi nicht geöffnet sind, man erkennt nichts, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, dass man sich seinen Fingernagel rausreißt, um die Dinger zu öffnen. Sau nervig. Naja. Nächste Kategorie. Yay, ich suche aus. Welche? Mmh, was Süßes. Was Süßes. Surprise. Da finde ich auch schon wieder deins auch sehr lecker, muss ich sagen. Ah, ich habe vergessen, die zu kühlen. Ich glaube, viele denken jetzt, ich hätte... Oh, wahrscheinlich hat man es eh schon gesehen. Ne? Ich brauche keine Überraschung draus machen. Wahrscheinlich denken viele, ich zeige jetzt Toffifee rein. Aber Toffifee habe ich heute nicht so gefühlt. Ich habe die Happy Hippos gesehen und ich war so geil. Einfach nur geil. Ich hatte nämlich letztens welche zu Hause gegessen. Wir hatten, glaube ich, noch zwei im Kühlschrank. Ich wusste gar nicht, dass wir die da hatten. Und es war so lecker. Die Happy Hippos sind echt sehr, sehr, sehr lecker. Oh. Die sind auch bei mir wirklich ganz oben. Geil, wirklich. Ich habe jetzt hier so gefüllte Cookies. Die habe ich halt vor allen Dingen an früher erinnert. Weil früher habe ich mir immer in der Mittagspause in der Schule, in der Oberstufe, war das quasi mein Mittagessen. Also ich bin zum Edeka gegangen, bin ich von der Edeka Eigenmarke geholt. Und da waren die immer sehr, sehr lecker, von daher. Aber Happy Hippos sind echt gut, da könnte ich mich jetzt auch schwer entscheiden eigentlich, muss ich sagen. Und bei denen ist irgendwie so, wenn ich Cookies mag, dann wirklich nur die von Subway. Also die mochte ich zum Beispiel echt nie. Ich glaube, die sind so geil gefüllt mit diesen Nuggets. Ich glaube, ich bin auch eher ein Weirdo, weil wirklich alle meine Freunde fanden die auch immer lecker. Wenn wir auch irgendwie so immer einen Filmeabend gemacht haben, waren die immer mit dabei. Ich fand die nie geil irgendwie, weil die nicht so gut schmecken. Da gibt es bessere Cookies. Aber wir hätten die noch in den Mikro machen können, oder? Nee? Habe ich in der Schule ja auch nicht gemacht. Okay. Ich habe irgendwie nie Sachen beim Edeka gekauft. Also das haben wirklich auch ganz, ganz viele immer bei uns gemacht. Und ganz cool in der Mittagspause. Kamen dann mit ihrer Coke, mit ihrem Kaffee und mit ihren Cookies noch wieder in die Pause. Aber ich hatte immer meine 5-6 Brote dabei, die haben mir den ganzen Tag gereicht. Ne? Aber halt, ich muss sagen, die vom Edeka sind besser. Also ja. Die enttäuschen mich ein bisschen. Der Edeka, das war immer so eine orangene Packung gewesen. Das weißt du noch. Ja.
Und die war echt, die war echt besser. Les, was ist deine Mission? Ja, mein Hund ist gerade. Die fängt gerade die Reste auf. Masi, Schoki ist Gift. Also ich glaube, die schmecken besser als meine Kekse. Aber die waren schon ganz, ich fand sie schon ganz lecker. Die Orangen sind besser, finde ich. Lecker. Geil, gell? Boah. Liebe ich immer, wenn es so eine Creme ist. Mhm. Deswegen liebe ich auch Kinderjoy. Mhm. So lecker. Finde ich auch meine Butter. Mhm. Gell? Den muss ich mir echt wieder merken. Viel zu selten gegessen in letzter Zeit. Es gibt halt so viel Leckeres. Auch als wir bei den Süßigkeiten standen. Dass du nicht die Krise bekommen hast. Ich habe wirklich so lange gebraucht, bis ich mich entscheiden konnte. Und wollte dann, wie gesagt, dann doch nochmal in den dritten Laden, weil ich wirklich mit dem gehen wollte, mit dem ich wirklich, bei dem ich wirklich sagen Lübecker kann. Fahren müssen. Hätten wir machen können. Ich wäre dafür für Essen wirklich da falsch, wirklich bis nach Paris. Die waren auch, also die waren ja auch okay. Aber. Die waren schon lecker. Aber wirklich, also es fiel mir halt wirklich ganz schwer. Das ist wie so, als müsstest du dich entscheiden, welches dein Lieblingskind ist. Das geht nicht. Also eigentlich müsste ich auch mehrere Süßigkeiten reinhalten. Naja. Naja, gut, du darfst aus. Nächste Kategorie. Getränk. Wollte auch gerade sagen, ich bin gerade auch ein bisschen durstig. Hm? Können wir beide reinhalten, ich glaube, sie haben es auch wieder gesehen. One, two, three, four. Ich glaube, viele gehen mit dir. Ich hoffe doch. Tatsächlich. Ich muss sagen, ich hätte mir jetzt zweites auch Fanta Lemon geholt. Also da bin ich auch so voll mit der D'accord. Finde ich auch mega lecker. Aber gerade wirklich bei mir in letzter Zeit, ich hätte es nie gedacht, ich habe Cola so lange überhaupt nicht ausstehen können. Und jetzt ist es echt so. Ja, aber jetzt ist es auch ja wie Schoki meine Hauptnahrungsmittelzufuhr, was auch immer geworden. Ich finde es so lecker. Eigentlich ist es echt nicht gut, ne? Aber was ist schon gut, Freunde, oder? Darauf trinken wir ein. Bisschen. Vor allem in der Türkei und so habe ich das noch. Wollte gerade sagen, wenn du so in den südlichen Ländern unterwegs bist, da gibt es das immer. Da gibt es wieder in deinem Meer. Da haben die eher das als Fanta. Finde ich richtig cool. Ich habe mich richtig traurig gemacht, dass es in Deutschland irgendwie nicht so verbreitet war. Yes. Doch, Aldi führt das jetzt. Also Leute, wenn Aldi was führt, ja, dann ist es wirklich populär. Ja, aber kriegst du es nicht nur. Nee, das stimmt. In so einem Standard. Nächstes. Wir haben noch drei Sachen übrig. Komm, zeig mal zu Anfang mal was Gesundes in die Kamera. Oh je. Konnte ich mich auch noch schwer entscheiden, aber jetzt gerade, worauf ich Bock hätte, bei uns ist übrigens wieder grau und es ist kalt und einfach nur eklig, es regnet. Wie dieser Sommer allgemein, der war kaum da. War kein Sommer. Egal, ich hatte trotzdem Sommer-Vibes und ich hatte Bock auf Watermelon. So unfassbar lecker. Ich mag das richtig gerne. Habe ich immer mal Glück, weil echt die meisten Wassermelonen bei mir nie schmecken. Deswegen bin ich mal gespannt, ob die jetzt wieder schmeckt. Und zeig ich mal, was du hast. Himbeeren. Der Himbeeren. Mmh, sind richtig cool. Ja? Mhm. Meine schmeckt auch in Ordnung. Sie schmeckt nicht eklig, aber sie schmeckt jetzt auch nicht so gut. War ja wieder klar. Boah, die sind auch so groß, die Himbeeren. Mhm. Ja, das ist das Ding bei Wassermelonen, die schmecken mir zu oft nach nichts. Wassermelonen? Also da bin ich ganz klar auf meiner Seite. Also auch gerade unter deine Himbeeren schmecken besser. Also bisher? Mochte ich auch alles, was du reingezeigt hast. Also fand ich jetzt bisher nichts eklig. Hätte ich mir fast eigentlich auch so ausgesucht. Schön. Finde ich super. Vorletzte Kategorie. Oh Gott, wir sind doch schon lang dabei. Trommelwirbel. Was wird's wohl sein, wenn er es aussuchen will? Proteinriegel. It's a surprise, Freunde. Aber ich mag Proteinriegel auch sehr, sehr gerne. Dann zeig mal deinen rein. So, dass man es auch sieht, mein Spaß. Ja, wie? Und dann bist du weiter nach hinten und kurz warten. Gib mir kurz. Ich hab gerade gewartet, du warst so ungeduldig. Ich hab gar was. Auf jeden Fall sind die lecker. Ja. Ich damit schon wieder. Willst du auch mal sagen, was das für eine Sorte ist? Milch, Schokolade und Erdnuss. Also, Rolls ist nochmal hier quasi mit Erdnuss gefüllt. Und Milchschokolade, ja. Und mit Schokolade überzogen. Ich hab mir, die gibt's aber leider nur ganz selten, beziehungsweise wenn ihr wisst, wo es die im Dauersortiment gibt, sagt mir bitte jetzt sofort Bescheid, denn sie hatte der Aldi jetzt für mehrere Wochen die ganze Zeit im Sortiment, aber das waren jetzt die letzten Riegel, die ich noch ergattern konnte. Langsam hört quasi diese, was war das, eine Proteinwoche. Das hört jetzt auf und deswegen weiß ich halt, dass ich wieder bis nächstes Jahr warten muss. Das kommt wirklich genau um dieselbe Zeit immer jedes Jahr, also im August halt in den Aldi.
muss ich mich wieder so lange gedulden. Ich weiß sonst wirklich nicht, was die gibt. Sag mir bitte Bescheid, denn die schmecken original. Bestellen. Ich mag dieses Kaufgefühl, wenn wir Essen haben, manchmal bestellen. Da bin ich kein Freund von. Ich sag ja nur, wenn es sonst nirgendwo bekommt. Ja, im Worst Case. Aber falls ihr einen Laden kennt, der die führt, please tell me. Ich wäre euch sehr dankbar. Die schmecken wie Snickers. Ich lüge nicht, die schmecken so unfassbar lecker. Der ist übrigens mit dunkler Schokolade quasi überzogen und dann nochmal so mit heller weißer Schoki überzogen. Mega, mega geil, wirklich. Gut. Gut. Die haben auch beide keine Gelatine oder Lab oder sonst irgendwas drin, was sehr, sehr gut ist. Ich achte jetzt wirklich immer drauf, außer bei Haribo. Ich bin wirklich manchmal so selten wird. Muss ich auch auf jeden Fall in Zukunft mehr drauf achten, weil das halt wirklich überall drin sein kann. Toll. Ahnungsringe gibt es übrigens, den finde ich aber auch sehr, sehr lecker. Den gibt es bei DM. Also die gibt es da auf jeden Fall immer. Wie schmecken der eigentlich? Gut. Danke. Nach viel Schokolade und Erdnuss wahrscheinlich, ne? Mm. So mini, 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 mini bisschen wie Reese's. Die Erdnuss kommt schon richtig geil raus. Ja, wie Reese's ohne Zucker. Ja. Ich glaube, ich finde deinen sogar auch besser. Hm? Ich glaube, ich bin dein sogar auch besser. Gell? Wirklich so sad. Wo gibt's euch? Okay. Last but not least. The best. Beste kommt zum Schluss. Und zwar. Gut, bei mir ist jetzt vielleicht ein bisschen lahm. Nee, ich glaube. Also, ja, neben meinem natürlich, aber ich glaube, es ist schon ganz lecker. Aber eher fürs Abendessen. Naja, und zwar geht es um Gebäck. Was wir uns beide beim Bäcker holen würden. Und da war das auch wieder, Freunde, ich habe es euch noch nie in einem Food Diary gezeigt. Ich habe es auch selbst noch nie probiert. Deswegen ist es jetzt ein bisschen schwachsinnig zu sagen, mein Lieblingsprodukt. Aber ich habe das gesehen, ich dachte mir, das würde Sophie jetzt mitnehmen. Das hat sich der Anne heute auch gedacht. Will sie dann selbst zeigen und sich auch erklären. In dem Sinne. Ich habe mir einmal, es sind heute keine Quarkbällchen, die wollte ich erst mitnehmen. Aber dann habe ich das im Real gesehen. Und zwar auf Empfehlung der Bäckerei-Fachverkäuferin. Ich habe mir einmal, wie hieß das noch? Wie hat sich's genannt? Ein Kakao. Oh, irgendwas mit W. Ich weiß auch nicht mehr. Halt, Blätterteig vielleicht mit Kakao. Blätterteig mit Kakao gefüllt und Puderzucker obendrauf. Das wollte ich mir auch fast holen. Dann habe ich mir gedacht, geht auch langweiliger. Man hat mir ein Brötchen geholt. Aber nicht irgendein Brötchen. Sondern Brötchen, keiner wissen, was gemeint ist, ist ein Kartoffelbrötchen. Und Kartoffelbrötchen sind die besten Brötchen, die es gibt. Die gibt es bei uns immer an der Tankstelle. Und die sind mega fluffig und weich und groß und lecker. Und ich habe mir gedacht, ich darf bei dir eh probieren. Und dann ja. Passt es schon. Ja, boah, das ist schon geil. Machen wir zuerst meins essen oder willst du zuerst? Ja, ist das eigentlich trocken oder wie hast du das jetzt gedacht? Ich habe mir extra Erdnussmus geholt, aber das hast du dann als Stativ missbraucht. Ja. Ja. Falls sich jetzt gerade was geändert hat am Stativ oder an dem Bild hier, ich habe gerade mein Stativ quasi, meine Stativhilfe rausgenommen, weil der andere das jetzt für sein Brötchen braucht. Ich würde aber sagen, wir beißen einfach mal zuerst in meinen rein. Na, schade. Und dann beschmieren wir einfach deins. Sieht echt gut aus. Sieht wirklich, also sieht hammer aus. Ich habe es halt wirklich selbst noch nie gegessen. Aber wir probieren mal mein Lieblingsprodukt, ne? Ja. Ja. Kann ich nicht ohne. Zahlreich schon gegessen. Riechen tut schon mal gut. Schmeckt mir auch. Habe ich mir fast gedacht. Schmeckt ein bisschen wie ein Schokohörnchen. Nur fester, das mag ich sogar voll gerne. Du kannst es nicht so eindrücken, sondern es ist schon stabil. Hammergeil. Mhm. Das gibt es auch nicht oft. Also ich habe das auch noch nie gesehen im Real. Lecker. Vor allem, wenn man schön viel Kakao dabei hat. Mhm. Den Rest kann ich auch essen, oder? Ich hoffe, was ihr meint. Das nimmt noch ein bisschen. Naja, ich habe ja auch ein Brötchen. Ja, ich bin mal gespannt.
Man wird es aber auch erstmal ohne deinen Erdnussmus probieren, damit wir wissen, was an so einem Kartoffelbrötchen so lecker ist. Das schmeckt, aber probieren. Wirklich, Freunde, wir standen so davor. Ich gucke mich gerade so um. Also, oh, das muss ich mitnehmen. Ich dachte so, okay, was kommt jetzt? Ich bin voll gespannt. Und dann zeigt er mir ein Kartoffelbrötchen. Also, ich bin mal gespannt. Die Erwartung sind jetzt wirklich hoch. Also, halt im Verhältnis zu einem Brötchen. Halt exorbitant gut. Die besten Brötchen sind immer noch warmes Brötchen. Vom Aldi. Sehr, sehr gut, aber Kartoffelbrötchen sind schon nochmal der absolute Oberburner. Dann schau ich mal. Kann man einfach abreißen, oder? Oh, das riecht auf jeden Fall wirklich anders. Es schmeckt auf jeden Fall anders. Weicher. Ist auch schön fluffy. Sag ich ja. Aber. Ich hätte es jetzt nicht in meinem Kakao-Ding vorgezogen. Aber ist gut. Du bist nicht zufrieden zu stellen. Doch? Bestimmt nicht im Kakao-Ding. Ja. Von alles sehr lecker, was du auch gezeigt hast. Gut. Der eine hat durchaus auch, habt ihr ja gesehen, schon sehr leckeren Geschmack. Danke. Du bist ja, ich sowieso, wenn ich irgendwo angehen kann, dann mit meinem Geschmack, was Essen betrifft. Ach so, ich dachte, was Jungs angeht. Naja, wie dem auch sei. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, weil mal ein etwas anderes Video. Aber ich habe mich mega drauf gefreut. Es war mega lecker. Falls wir euch mit irgendetwas inspirieren konnten. Freut es uns natürlich sehr. Wirklich. Ich mag noch Kakao. Schreibt wirklich mal gern in die Kommentare, zu welchem Team ihr eher gehen würdet. Wir wünschen euch jetzt auf jeden Fall noch einen ganz, ganz schönen Tag. Und genau, wie immer, passt auf euch auf. Und dann sehen wir uns hoffentlich zu einem neuen Video ganz bald wieder. Tschüss, ihr Lieben. Ciao.